Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich hoffe, ihr seht mein Gesicht einigermaßen ganz. Warum ihr mein Gesicht so seht, ganz einfach. Ich habe auch ein Halloween-Tutorial geplant, aber ein relativ einfaches, denn wir fliegen morgen in den Urlaub und ich habe sehr wenig Zeit noch zum Packen und alles bearbeiten und was weiß ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, besser als gar keins, dann mache ich einfach schnelles Tutorial, ein einfaches Tutorial für die, die nicht wissen, was sie machen sollen, beziehungsweise auch nicht viel Geld für Kostüme oder Schminke ausgeben wollen. Für die ist es auf jeden Fall was und die sollten auf jeden Fall dranbleiben. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt noch, was ich gekauft habe für dieses Kostüm, beziehungsweise es wird ja bloß ein Schminklook und wo ihr das bekommen könnt und dann starten wir aber dieses Mal ohne Reden. Das heißt, ihr guckt mir nur zu. So, das erste, das ich mir gekauft habe, ist einmal diese Schminke hier und die habe ich gekauft bei Müller. Die gab es eben beim, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es Faschingsverkauf war. Ich glaube, dass es Halloween-Verkauf war. Und die gibt es eben beim Halloween-Verkauf im Müller zu kaufen. Da könnt ihr das ganz einfach nachholen. Und jetzt wisst ihr vielleicht schon, in welche Richtung mein Schminklook gehen soll. Das nächste, was ich verwende, und ich hoffe, das haut hin, aber das werden wir dann sehen, habe ich den Velvet Stick von Essence. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es den noch gibt. Kann ich euch ehrlich nicht sagen, aber dann kann man auch auf jeden Fall jeden anderen Lippenstift verwenden, den man zu Hause rumliegen hat und der einigermaßen eine schöne rote Farbe hat. Und dann mein Herzstück, also das Herzstück meines Looks sind einmal diese Kontaktlinsen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Und dann brauche ich natürlich noch ein Schwämmchen, das ich natürlich für die Schminke verwende. Eigentlich brauche ich fast gar keine Schminke, denn ich bin schon sehr weiß, wie ihr ohne Schminke sehen könnt. Ja, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, welcher Look es wird. Und zwar wird es der Look von, und zwar wird es der Look von Pennywise. Und ich hoffe, dass ich ihn einigermaßen hinbekomme. Das Einzige, wenn ich jetzt nicht gerade morgen in den Urlaub fliegen würde, würde ich mir die Haare noch rot sprühen. Also mit so Faschingsspray. Aber das lasse ich heute aus. Nicht, dass ich im Urlaub mit roten Haaren rumrenne. Also mit knallroten Haaren. Und deswegen tun wir auch meine Haare auf die Seite. Mit was fangen wir natürlich an? Mit den Kontaktlinsen. Und dann würde ich sagen, jetzt rede ich nicht mehr viel, sondern ich zeige euch meinen Look. Mache ich ehrlich gesagt das erste Mal. Bin gespannt, ob es was wird. Aber das werdet ihr ja dann sehen.
Und das war nun mein sehr einfacher Look. Dauert nicht lange, bis auf das mit den Kontaktlinsen. Das hat tatsächlich ein bisschen lange gedauert und meine Augen tränen immer noch. Es ist ein sehr einfacher Look. Natürlich würde ich jetzt eigentlich die Haare noch rot machen mit so einem Spray. Aber wie gesagt, da wir in den Urlaub fahren, lasse ich das aus. Ich habe jetzt den schwarzen Stift euch vergessen zu zeigen. Das ist von Love, der The Glacier Stylo Eyeshadow Long Lasting. In schwarz glitzernd und das Weiß deckt auf jeden Fall mega gut, muss ich sagen. Und ich habe das so ein bisschen verlaufen gemacht, damit das nicht so ordentlich aussieht. Also es ist tatsächlich extra. Und das ist mein Halloween-Look. So, jetzt muss ich mich leider beeilen, weil mein Auge sehr tränt. Also ich muss sagen, die Kontaktlinsen sind nicht so angenehm. Ich hatte auf jeden Fall schon bessere. Ja, aber für den Schminklook reicht es auf jeden Fall. Und ich habe ja jetzt ständig auf den Spiegel gestarrt, hatte die Augen also die ganze Zeit offen. Deswegen, davon kommt es wahrscheinlich. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein Foto für Instagram, damit ich das an Halloween posten kann. Bei euch wird das Video wahrscheinlich ein bisschen eher online kommen, weil ich natürlich will, dass ihr vielleicht den Look nachmachen könnt. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es bloß ein kurzes Video war. Aber ich wollte wenigstens irgendwas zu Halloween machen. Und wenn es so ein einfacher Look ist, dann machen wir halt den einfachen Look. Es gibt auf jeden Fall direkt an Halloween noch ein Gewinnspiel für euch. Da auf jeden Fall vorbeischauen. Hat zwar an sich nichts mit Halloween zu tun, aber ich habe mir gedacht, ich mache ein Gewinnspiel für euch, damit ihr wenigstens auch an Halloween was von mir habt. Und vielleicht gefällt es ja jemandem und jemand will den Look nachmachen. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr schön. Wirklich sehr einfach. Da man die Kontaktlinsen 12 Monate verwenden kann, kann ich sie natürlich nochmal hernehmen und werde auf jeden Fall vielleicht an Fasching irgendwie sowas ähnliches machen. Das war's mit dem Video. Wie gesagt, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr das nachmacht, dass ihr mich markiert auf Instagram oder so. Der Name steht auf jeden Fall unten drin, könnt ihr mir folgen. Und es laufen auf jeden Fall noch Gewinnspiele, deswegen oben in der Infobox auf jeden Fall nachschauen. Es lohnt sich mitzumachen. Und dann fliege ich jetzt in den Urlaub, beziehungsweise mache erstmal die Kontaktlinsen raus. Ihr könnt mir natürlich auch einen Kommentar da lassen, hier unten, das ist echt schwierig, wenn das so nah ist, hier unten einen Kommentar da lassen, was ihr von dem Video haltet und wie euch der Look gefällt. Natürlich könnt ihr mich auch abonnieren, entweder hier an der Seite, wo mein Gesicht erscheint, oder unten auf den Abonnieren-Button. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal und ich wünsche euch auf jeden Fall schaurig schönes Halloween. Tschüss!